Ach ja, du alte Maschine, du Mensch. Ja, irgendwie kriege ich dich noch, aber mal sehen wie. Toll. Wechsle zu alternativen Taktiken. Hab leider keine Pfeile mehr. Heulbolzen, blendet Gegner. Keine Ahnung, aber die nehmen können. Nee. Das bringt bei dieser Maschine gar nichts. Brandbolzen. Naja, ein haben wir von fünf. Das ist auch nicht gerade schön. Ja klar. Ey, das ist nicht wahr, was die einem weghauen, ey. Ein Treffer wieder, zack, bist du weg. Obwohl du gebückt bist. Oh, diese Roboter, ich hasse diese Viecher, ey. Da sind die Soldaten ja noch besser gegen, ey. Kannst mal richtig kämpfen, oder was? Aber da doch nicht, man. Die treffen nicht einmal, bumm, bist du weg, ey. Blödes Maschinenhaus, ey. Ich bin froh, wenn ich da wieder draußen bin. Alter, das hält so auf, ey. Und dann immer wieder, nochmal und nochmal, ey. Oh. Dieses olle Maschinenhaus, ey. Lauf doch nicht so. Ach, die Bolzen sind alle. Was haben wir denn hier? Heubolzen, blendet Gegner. Ja, das kann ich bei denen vergessen. Ein Brandbolzen. Yeah.
Alter. Guck dir das an, er war voll gewesen, ey. Der haut echt die Hälfte weg. Wiedergabe für eindeutigen Gegner. Maschine überhält. Hä? Wie jetzt? Wechsle zu alternativen Taktiken. Ja, genau. Oh, ey, kannst du den nicht bewegen. Aber das doch noch. Das geht nicht. Du kannst draufhauen wie verrückt, ey. Ich hasse diese Viecher, ey. Das geht nicht. Boah, Alter, ey. Ich nehme mal ein Stück Schokolade. Vielleicht kennt ihr ein Bettlerspiel. Alter, dass die so viel aushalten, ey. Viel zu wenig Bolzen und alles, ey. Wiedergabe für erfolgreiche Ordnung. Allgemeiner Ordnungsmodus. Jeder Besucher ist ein Test für den Mechanischen. Und jeder Test macht sie am Ende. Oh. Lauf doch nicht. Im Moment, wo ich drücke, ey, wird deine Pfeil ab deinem Bolzen. Hallo. So ist das jetzt hier gut. Dann geht das wieder hoch. Alter, wie soll denn hier jemals heil durchkommen? Wo muss ich überhaupt denn hin? Ah ja. Das ging ja gerade hoch, ne? Nee, das auch oben. Okay, warte mal. Wenn ich da jetzt wieder drauf drücke, dann geht da was hoch. Merkwürdig.
ich mir mal an, ich muss dann schnell sein. Ja. Nee, da kommen wir auch nicht rein. Ich habe nur hier diese zwei Dinger, ne? Diese Bodenplatten. Hier auf dieser Seite ist keine und sonst. Die geht nicht. Ah. Wow. Was war der Auftrag bei Sokolov? Rette Anton so wie retten. Okay. Wüsste ich jetzt nicht wie, aber okay, wird von selbst gespeichert. So, keine Ahnung. War da was zum Lesen oder was? Nein. Da ist ein Brief. Oder alle. Mein lieber Anton, ich hoffe, der mechanische Soldat vor ihrer Zelle stört ihre Ruhe nicht. Ich finde die soliden Schritte und das sanfte, elektrische Summen sehr beruhigend. Aber vielleicht sind sie ja anderer Meinung. In ihrem Zustand mag es vielleicht sogar unerträglich sein, besonders da die Druckplatte zum Öffnen ihrer Zelle so verlockend nah ist. Aber sollten Sie versuchen, aus dem Vorführraum auszubrechen, wie eine faltige graue Ratte, die im Labyrinth ein Stück Käse nachjagt, wird Ihr stößer Wächter Sie schnell überwältigen. Sie sind ein intelligenter Mann. Ich muss sicher nicht erläutern, was diese scharfen Klingen mit Ihrem greisen, härgeren oder hageren Körper anrichten würden. Kirin Yenosh. Schön. Hallo, Anton, aufstehen. Kann das sein? Ist das die junge Emily Caldwin? Anton, sparen Sie Ihre Kräfte. Ich bringe Sie hier raus. Jindosh führt mehr im Schilde, als wir ahnen. Eine Armee seiner mechanischen Soldaten. Das wäre das Ende. Ja. Oh, ich werde Jindosh bald besuchen, alter Freund. Gut, der ist bewusstlos. Und soll ich ihn jetzt mitnehmen oder was? Den ganzen Weg tragen oder wie? Sollen wir da rausholen? Sokolov lieber zum Wagen zurück, bevor ich Jindosh stelle. Ja. Warte mal. Geht das hoch? Das hoch? Nee, nicht gut. In Ordnung, dann stellen wir uns hier drauf. So,
Naja. Wie bitte? Aber wenn wir da wieder so viele Wachen in den Weg stellt oder so. Verdammt nochmal! Ich leg dich mal hier ab, ne? Was ist mit meinem? Ah, Alter. Jetzt hast du noch ein Loch mehr. Die blutet aus dem Arsch oder so. Hat ihre Tage schon längst hinter sich, die schön. Gut. Anton, ich trage dich wieder. So, wohin? Ersten? Hau weiter. Alter. Nee, ist klar. Ach, ey, das gibt's doch noch. Ich hab doch gerade noch eine Pistole in der Hand gehabt, oder nicht? Lass doch mal dein Ding da fallen, Mensch. Das letzte, was Sie sehen, ist ein wundervolles Werk der Ingenieurskunst. So. So. Weg hier. Ich sitze immer noch bewusstlos. Okay. Speichere das erstmal selber. So. Ja. Ah, wir können das nicht benutzen. Wie komme ich da unten hin? Und hier sind zwei von den Apparaten. Okay, der dreht ja voll auf, wenn wir hier. Ist der Weg hier richtig oder? Bleib erstmal da liegen, Anton. Hier ist wieder so ein Ding zum Drehen. Also damit dann die Dinger sich wieder bewegen. Na, brauche ich nicht. Wartezimmerschlüssel. Sie würden glauben, dass Sie mich töten werden, doch stattdessen werden Sie mir neue Erkenntnisse empfangen.
Das ist natürlich jetzt, ne? Wie komme ich denn hier jetzt am besten raus? Vielleicht hier? Keine Ahnung. Ich muss den ja immer wieder mitnehmen. Ah, toll. Dass ich hierfür kein Werkzeug habe, das ärgert mich. Dann hätte ich mir das Ding, glaube ich, abstellen können. Ja. Na gut. Dann komm mal her, Anton. Alter Mann. So. Jetzt geht das da runter, das da auf. Und so. Berial-Tür. Nö, auch nicht so besonders. Zeitliche Abfolge und Koordination. Die Folge, dass sich Dinge in Bewegung setzen. Von der Geburt. Okay. La 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 di da da. So, gehen wir hier hinten vielleicht irgendwie rum. Sozusagen hinter der Bühne. Theater und noch ein Theater und der Vorhang geht auf. Und dann wird die Bühne zur Welt. Und so. Aber nee. Auch nicht. Hallo. Nee, ich bin nicht da. Bist du da? Sehr, sehr merkwürdig. Doch mal hier irgendwie raus oder so. Jetzt bin ich wieder hier. Das gibt's doch gar nicht. Gut. Nochmal. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Allgemeiner Ortungsmodus. Maschine hat sinnlosen Körper. Ach komm, ey. Ah. Eieieiei. Hui. Wir sind jetzt draußen. Mann, das hat aber gedauert, ey.
Alter. Lalalalalala. Aber ihn soll ich ja auch noch töten, ne? Den anderen. Dann müsste ich ja wieder rein. Oder wie sehen wir das? Oder kümmern wir uns erst einmal um den Alten hier? Den kleinen Anton. Haha. Also zumindest ist Anton sicher. Jetzt zu Jindosh. Kehre zum Beiboot zurück. So, wir haben ihn. Wenn ich jetzt... Moment, nee. Wir müssen ja den noch töten. Aber wenn ich jetzt hier einsteige, fahre ich dann wieder mit zurück, ne? Lass mal sehen. Sieht so aus. Zurück unterer, ja genau. Nee, ich bleibe erstmal hier. Ich muss ihn ja noch töten. Das ist ja hier meine Aufgabe. Töte ihn hier, den alten Sack, ja. Oder bewusstlos versuchen und dann können wir ihn irgendwie an irgendwas anschließen oder so. Keine Ahnung. Gut, Hauptsache wir haben den alten erstmal gerettet. In Ordnung. So, ich speichere das erstmal selber jetzt hier. Ganz normal. So. Ha, und dann versuche ich jetzt den anderen zu kriegen. In Ordnung. Ich nehme ein Foko-Koko-Dingsbums-Bonbon. Dann spielt sich's besser. So. Ja. Ich will mehr. So. Ich schneide dir deinen Schwanz ab und stecke ihn dir in den Mund, ey. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich ganz zurück kann. Sozusagen nach unten zum Laden, mir was kaufen kann und dann wieder zurück kann, weil. Bin mir da nicht so sicher. Linsenstrahl aktiv. Wiedergabe für Kampfprotokolle. Kampfprotokollmaschine überhält. Jeder Besucher ist ein Test für den Mechanischen. Und jeder Test macht sie am Ende stärker. Du blöde Maschine mit deinem komischen Gesicht da.
nicht mit dem Fuß. Jetzt hör doch mal auf. Hier, lauf doch mal da rein. Komm. So. Wie bin ich lebend rausgekommen? Tja. Okay, Moment, nee, der ist jetzt. Nein, das andere ist da. Der Typ ist da oben. Ich kenne euch jetzt langsam, ihr scheiß Roboter. So, die Maschine, hätte ich fast gesagt, die Brücke bewegt sich nicht, aber nein. Das brauche ich jetzt nicht. Alter, wie lange dauert das denn noch, Mann? Aha. Dann wieder alles zurück auf Anfang. Ich muss also so hier durch. Aber da. Warte, hält sich da oben auf. Moment. Hopp. Juhu, es dreht sich. Bam, 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 bam. Der ist da oben. Sagen wir noch mal Münzen, 10 Stück. Aha. Schön. Hallo, ihr Bewohner da unten. Hier oben ist ein Ära. Der ist Ehre, also ist das nicht Ehre? Aber der kommt nicht aus Ehre, Irland. Sonst wäre der aus Irland ja Ehre, der Ehre, der Ehre, Ehre. Naja. So. Jetzt muss ich da den Weg wieder finden. Bam, 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 bam. Das da hinten, wie komme ich da jetzt am besten hin? Wären wir hier lang? Hallo? Da nicht? Vielleicht hier lang? Ah ja. Ausgang wie so. Nein. Alter. Ein Labyrinth hier voller Wege und überhaupt. Aber vielleicht. Nein, bücken so aus dich, Mann. Ah,
da fehlt ein Schlüssel, ey. Gibt's doch gar nicht mehr. Jetzt ist das ja aber noch weiter oben. Nee, da kann ich nur hier hoch. Seltsam. Wo ist denn jetzt der richtige Weg? Keine Ahnung. Fühlen Sie die Zahnenlaufräder, wenn sich Wände und Böden bewegen? Die Präzision der Treibriemen. Okay. So. Auf da. Okay. Hier haben wir schon mal den Lift, das ist gut. Ab nach oben. So, du Heini, wo bist du denn? Koffer. Da ist aber nichts drin. Frechheit. Okay. Wieder ein bisschen Geld. 10 Münzen. Nee. Aber hier ist noch. Da ist wieder unten. Na schön. Granate. Noch eine Granate. Gut, speichere ich das erstmal so. Nee, da geht's ja so nicht weiter. Der ist da oben. Über die Brücke. Ich war doch schon mal da hinten. Wie komme ich denn da jetzt noch mal hin? Das ist ja seltsam. Moment. Alter, aber es scheint wohl zu weit zu sein, oder? Dann mache ich das eben so.
Gott. Sonst hätte ich irgendwie hier hinkommen müssen oder was, keine Ahnung. Kann man das auch noch mitnehmen? Ja. Yeah. Aha. Aber da. Oh. Okay. Eine schrecklich mit der Familie da. Ey. So. Jetzt haben wir schon wieder über 41 Minuten, 42. Okay, weiß nicht, wie lange das damit hier oben noch dauert. Deswegen, ja, mache ich ihn dann in der nächsten Folge. Dann haben wir den Kampf in voller Länge, je nachdem. Und dann sage ich bei der nächsten Folge danke fürs dabei sein. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.